Hey ho, meine Minecraft-Freunde, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Minecraft Sky. Wieder hier mit mir, dem Skillex. Oh, da leckt schon oder es lädt nicht, keine Ahnung. Entschuldigt ein paar Lecks, ich musste den Technik-Launcher aktualisieren, updaten auf irgendeine neue Version 10.3 oder so. Sorry schon mal dafür, kann ich noch nichts für, vor allem am Anfang ruckelt es ja, habe ich gesagt. Und ihr seht schon, ich habe viel mehr neue Sachen. Ich habe offline ja gespielt, wie angekündigt, wir haben jetzt Smaragde, wir haben Lapis Lazuli, wir haben ein paar Iron Ores so ein bisschen gesammelt und so weiter. Und hier habe ich auch schon das Haus angefangen. Und ihr seht, ich habe auch ganz viele Bäume. Und ich habe wirklich alles ehrlich erfarmt. Also auch die Hammer und so gecraftet. Und da, oh, was ist das denn hier für ein Leck? Ey, nee, nee. Vielleicht liegt es auch am OBS, keine Ahnung. Das müsste in einer Minute weg sein. Sorry schon mal dafür. Schreibt mal Tipps in die Kommentare. Vielleicht wisst ihr, wie man das irgendwie umgehen kann. Und ja, ihr seht auch, dass wir hungern, obwohl ich mir schon eine Kartoffel eingedonnert habe. Da hinten seht ihr meine kleine Farm. Oh, das ist gefährlich hier. Wenn ich runterfalle, bin ich tot. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal, aber dann bin ich im Kreativmodus runtergeflogen, habe mir meine Sachen wieder geholt und dann ging es weiter. Ich habe ja auch Cheats Allow, aber eigentlich benutze ich die nicht. Höchstens, wenn ich mal runterfalle, damit ich mir die Sachen eben wiederholen kann. Oder wollt ihr, dass wenn ich runterfalle, auch dafür bestraft werde, beziehungsweise die Sachen dann eben weg sind? Schreibt das unbedingt in die Kommentare. Und danke auch nochmal an die Person, die mir ein Banner, als ob das Holzstück runter, und leck, oh, fast runtergefallen. Ich würde sagen, wir bauen jetzt hier ein bisschen an meinem Haus weiter und danke nochmal an die Person, die mir ein Banner und ein Thumbnail erstellen wollte. Namen habe ich gerade nicht mehr parat, kommt auf alle Fälle im nächsten Video in die Videobeschreibung und dann schaut da gerne vorbei. Generell, ihr könnt euch gegenseitig auf meinem Kanal supporten und der Stream, habe ich angekündigt, kommt. Ich weiß aber noch nicht genau wann, am 20. wird wohl Internet freigeschaltet, also 100k-Leitung und dann müsste dieser Stream auch ganz flüssig laufen. Ich habe auch noch nicht geschaut, wie das genau mit OBS ist, also wie das da funktioniert mit diesen Einstellungen und so weiter. Mal schauen, ich mache das spontan, beziehungsweise lasst mich da mal beraten, auch gerne von euch über Skype oder YouTube und ich würde sagen, dann schreibt er mir mal auf Skype. Und auf Skype heiße ich übrigens Skillex und mit Nachnamen eben YT groß, also Skillex YouTube, und dann schreibt er mir ein paar Tipps oder so, oder generell einfach, wenn ich da mal online bin, dann spiele ich vielleicht auch mal mit euch Minecraft One vs One, nehme nebenbei ein bisschen auf, je nachdem wie es mit der Internetleistung gerade so ist, und wir bauen jetzt hier wieder weiter Steine ab, und genau das habe ich eben auch Offset getan. Danke auch nochmal an alle Abonnenten, ich glaube wir haben heute die 180 Abonnenten geknackt. Es sinkt nicht mehr so schnell wie am Anfang, ist aber egal. Danke für euren Support. Danke für alles, was ihr hier aktiv auf meinem Kanal tut. Liken, disliken, kommentieren, einen Aufruf dalassen, reicht schon. Danke auf alle Fälle dafür und danke auch an alle meine Abonnenten und generell Zuschauer eben. Wenn ihr Kommentare schreibt, schaue ich auch gerne bei euch vorbei. Sind das hier jetzt Broken Tin Ore? Naja, auf alle Fälle schaue ich gerne bei euch vorbei. Unsere Kiste wird hier jetzt immer voller. Und ich finde, unsere Insel ist gar nicht so schlecht hier. So, jetzt machen wir noch Erde kurz. Hier, seht ihr unseren Baum. Vielleicht baue ich den auch noch ab. Ich weiß gerade nicht so richtig, was ich machen soll. Schreibt auch gerne in die Kommentare, was ich hier auf dieser Insel noch machen soll. Wollt ihr noch mehr Offset, also dass ich noch mehr offline spiele und dann ihr wirklich nur diese Fortschritte seht, dass ich euch ein bisschen präsentiere, was ich gemacht habe. Hier seht ihr nochmal meine Farm, Kartoffeln, Weizen. Und eben hier dieses Bambuskram. Und ja, das ist eben meine kleine Insel. Sie wächst stetig. Und wir bauen jetzt den Baum noch ab. Der stört mich hier. Der ist zu eng. Und dann haben wir auch wieder Holz. Dann kann ich das noch setzen. Und dann verabschiede ich mich. Oder? Na, mal schauen. Die 15-Minuten-Folge soll ja auch noch kommen. Bleibt mal ganz locker jetzt. Aber die kommt auf alle Fälle. Heute nicht. Die Woche nicht. Ist gerade ein bisschen stressig. Ich habe ja auch gesagt, ich mache das meistens wie ihr so. Schule, nach Hause kommen, YouTube, und ja, ich habe noch andere Hobbys neben YouTube. Und zwar spiele ich auch ganz gerne mal Fußball. So. Viel mehr mache ich eigentlich privat nicht. Oder das ist zumindest nicht interessant. Und so. In der Schule läuft es eigentlich ganz gut. Ich glaube, das stand auch als Frage in den Kommentaren, wie läuft die Schule. Auf alle Fälle ist gerade ein bisschen stressig. Wenn ihr weitere Fragen habt, gerne in die Kommentare. Ich werde die meisten davon beantworten. Seien sie privat oder die sind einfach nur dumm, die Fragen. Dann werde ich das nicht tun. Und schreibt da, oh, diese Lags. Das ist so nervig, meine Freunde. So nervig ist das. Mann, Mann, Mann. Es geht nicht.
wollte sie den Weg noch weiter. Ihr seht schon, hier soll ein kleines Haus entstehen und da soll dann eben die Stadt oder das Dorf, was ich mir baue, noch vergrößert werden. Ich baue jetzt hier noch so einen Türrahmen. So. Schön groß alles. Ich habe ja genug Holz und generell, ich farm ja auch viel Holz, finde ich. Und dann kann ich hier ruhig ein bisschen Rohstoffe verdonnern oder verbrauchen. So. Schön machen. So. Da kommt dann noch Tür rein oder Glas oder mal schauen. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich das umsetzen werde. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare nochmal schreiben, wie ich das Haus bauen soll. Eher aus Stein, Holz und Stein, so eine Mischung. Ich kann auch gerne noch ein Baumhaus bauen. Aber mir fehlen im Moment so ein bisschen die Ideen, eben weil ich so viel Stress um die Ohren habe. Bleibt auf alle Fälle fresh. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Skillex oder Machete. Tschüss.